Herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper. DUFF, D-U-F-F, steht für Designated Ugly Fat Friend, zu Deutsch auserkorener hässlicher fetter Freund bzw. Freundin. Und der DUFF ist der gesellschaftlich innerhalb einer Gruppe unattraktive, der die anderen heißer aussehen lässt, als sie sind und gleichzeitig der Ansprechpartner ist, wenn man sich an die Attraktiveren in der Gruppe ranmachen möchte. Interessante Beobachtung. Aber auch extrem oberflächlich. Dementsprechend bin ich mit sehr gemischten Gefühlen in den Film gegangen. Dazu kommt, dass ich Teenie-Filme echt hasse und mit 26 auch nicht mehr wirklich in die Zielgruppe gehöre. Aber man soll allem ja mal eine Chance geben. Unsere Haupt-DUFF ist Bianca Piper, Highschool-Schülerin aus Atlanta, gespielt von Mae Whitman. Und hier muss man die erste bittere Pille schlucken. Ja, wir haben hier einen Highschool-Teenie-Film. Alle sind so um die 17 herum, werden aber gespielt von Leuten, die älter sind als ich. Mae Whitman beispielsweise ist 27, Nick Eversman sogar schon fast 30. Erinnert ein bisschen an Grease. Aber Mae Whitman und der gesamte Cast machen das sehr, sehr glaubwürdig. Von daher geht das schon in Ordnung. Bianca Piper hat einen Nachbarn, den sie seit frühester Kindheit kennt und der auf dieselbe Schule geht, den Bianca aber furchtbar findet. Wesley Rush, der coole, gut aussehende, bei den Frauen sehr beliebte Captain des Footballteams, gespielt von Robbie Amell. Die beiden schließen einen Pakt. Bianca hilft Wesley, den bevorstehenden Chemietest zu überstehen und Wesley hilft ihr dabei, ein bisschen attraktiver und cooler zu werden, damit sie nicht mehr die DUFF in ihrer Gruppe ist und vielleicht bei ihrem Schwarm Toby landet. Klingt furchtbar, oder? Ich hatte Angst, dass der Film sich dahin entwickelt, jungen Zuschauern falsche Werte zu vermitteln, aber der Film hat im Großen und Ganzen eine doch sehr coole Message. Sei die beste Version von dir selbst. Mae Whitman ist das auf jeden Fall. Sie spielt ihre Rolle großartig, eine glaubwürdige Teenagerin, die mit ihren Zombie-Filmen und ihrem komischen Kleidungsstil eher crazy drauf ist, sehr sympathisch. Aber es gibt einen, der aus der Menge hervorsticht, Robbie Amell. Er spielt eine Figur, die auf den ersten Blick ein ziemlicher Draufgänger und dummer Prolet ist, aber im Laufe des Films zeigt, dass sie unheimlich viele Facetten hat. Es ist nicht einfach für einen Schauspieler, sowas glaubwürdig rüberzubringen, ohne dass es konstruiert wirkt, aber Amell schafft es und hat zudem eine unglaubliche Chemie mit Mae Whitman. Ich behaupte, dass DUFF ein 100-mal schlechterer Film wäre, wenn andere Schauspieler mitgespielt hätten. Die Oberzicke im Film und die große Antagonistin Madison Morgan ist eine Katastrophe. Ein laufendes Klischee, unglaubwürdig gespielt von Bella Thorne. Alles, was sie mit Robbie Amells Figur Wesley richtig gemacht haben, haben sie hier falsch gemacht. Madison ist eine zweidimensionale Figur ohne jede Energie oder Tiefe. Zudem ist sie einfach nur sinnlos. Klar, sie treibt den Plot, also die Handlung, hier und da nach vorn, aber der wahre Antagonist im Film ist Bianca Piper selbst und ihr Unvermögen, mit sich ins Reine zu kommen. Also ja, im Großen und Ganzen macht der Film Spaß und hat ein paar wundervolle Momente. Dennoch musste ich mir ein ums andere Mal ein Loch in die Stirn schlagen. DUFF basiert auf dem Buch The DUFF, zu Deutsch von wegen Liebe, von der sehr jungen Cody Kaplinger. Und dennoch gibt es ein paar Stellen, bei denen ich mir denke, sag mal, habt ihr schon mal in eurem Leben irgendwie soziale Medien benutzt? Es gibt ein paar Stellen, da sagen die Highschooler, viral? Viral. Und teilen das Video, damit es viral geht. So funktioniert das nicht. Sei denn man als PewDiePie oder so. Außerdem gibt es eine Stelle, in der Bianca einen Typen anmacht und der Mann denkt, es handelt sich um versteckte Kamera und fragt, wie viele Views hat das hier gemacht? Das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber solche Stellen gibt es im Film wirklich am laufenden Band. Der aus Community und Hangover bekannte Ken Jeong spielt auch mit. Ein Lehrer ist aber hier echt nicht der Rede wert. Der Film lebt, steht und fällt mit der fantastischen Chemie der beiden Hauptdarsteller. Dennoch, so wirklich prall fand ich ihn leider nicht. Ein netter Film, den man sich mit ein paar Freunden an einem sehr langweiligen Abend mal anschauen kann, der hier und da wieder immer mal wieder zaubert, aber dann des Öfteren doch eher zum Fremdschämen als zum Lachen ist. 5 von 10 Punkten bekommt er deswegen nur von mir. Ich schließe mich den vielen guten Kritiken, die der Film bisher bekommen hat, nicht an. Aber hey, ich bin männlich, 26 und stehe vor allem auf Trash, Horror, Science Fiction und Fantasy. DUFF ist sicherlich kein Film, der für mich gemacht ist. Also macht euch doch selber ein Bild. Aber Achtung, wir haben noch ein Gewinnspiel zu DUFF für euch. Mir wurden nämlich 3x2 Kinotickets für DUFF angeboten, die ihr überall an allen Kinos einlösen könnt. Und wie könnt ihr gewinnen? Schaut dafür doch einfach mal bei uns auf Instagram vorbei. Ich schaue mir derweil lieber nochmal Girls Club an mit Lindsay Lohan. Ja, den finde ich ziemlich geil und dazu stehe ich auch.
Und falls ihr euch fragt, auf welche Filme ich denn noch so stehe, könnt ihr ja mal hier unten in der Mitte klicken. Da ist das Video, in dem ich über meine Lieblingsfilme spreche. Und daneben kommt ihr zum Trailer von Duff. Die Links findet ihr natürlich auch in der Infobox. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf die Filmfabrik. Guckt einen Film, geht ins Kino. Bis zum nächsten Mal mit Al Pacino. Und Jonas guckt immer noch komisch, wenn ich diesen geilen Catchphrase sage.